Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Banishers Ghosts of Nuiden. Ich versuche jetzt einfach mit diesem Aufzug zu fahren. Ich habe das Herz immer noch nicht zerstören können. Vielleicht geht es auch einfach an dieser Stelle noch nicht. Ich meine, vielleicht geht es ja jetzt. Jetzt haben wir nämlich den Aufzug hier oben. Aha, sieht. Aber wie soll ich das jetzt so schnell schaffen? Na gut, das könnte, wenn wir dann rennen, könnte es zu schaffen sein. Dauern, hast du, aber ich höre es immer wieder gern. Das ist das, was ich meinte, das mit den, diesen blöden Wurzeln. Das ist das, was mir am meisten auf den Keks geht im Spiel. Der Rest gefällt mir. Ismail muss sturzbetrunken gewesen sein. Imarada Sentus. Bess, kein Gott hat sich in diesem elenden Leben um dich geschert. Und keiner hat dich im nächsten Leben erfahren. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich? Es tut mir so leid, Bess. Ismail? Mein Gatte? Es gibt keinen Himmel. Und doch werde ich in der Hölle landen. Hör auf, dich zu quälen. Bess? Aber wie? Warum? Was ist aus dir geworden, Ismail? Du musst damit aufhören. Du hast ein besseres Leben verdient. Das ist also unser verstohlener Geist. Bess Law. Bess hat seine Qualen gespürt und ist nach all den Jahren zu ihm zurückgekehrt. Wir müssen Bess Fessel finden, damit wir sie sichtbar machen können. So, holen wir uns mal erstmal, was hier so alles ist. Die Tasche. Da ist ein Echo. Naja, gleich. Ich will eigentlich gerne. Ach, habe ich den Wagen nicht richtig gezogen? Geht nicht. Doch, geht noch. Nach einem Unfall im Haus von Meister Bennett Law, bei dem Mrs. Bess Law, geborene LHG, ums Leben kam, erklärt sich die Familie Law bereit, den Vertrag mit Mr. Ismail Law vollständig und mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Der ursprüngliche Preis für seine Freiheit, eine Summe von 330 Pfund, wird verlassen. Ismail Law, geborener Mafudi, ist ein freier Mann. Diese Fessel, nur streng, Schriftliche Anerkennung von Ismails Freiheit, nachdem seine Frau Bess ermordet wurde. Wir haben unsere Fessel gefunden. Wir haben die Fessel. Jetzt können wir Bess dazu bringen, sich zu zeigen. Wer seid ihr? Warum bin ich hier? Dill drin. Nein.
Ihr müsst die Frau von Ismael Law sein. Mein Name ist Anthea Duarte. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Werdet ihr den Geist von Bess Law verbannen? Werdet ihr ihr Leiden lindern? Zuerst muss ich etwas wissen. Ihr habt es nicht auf Phoebe Walcott abgesehen, richtig? Ihr seid wegen Ismael hier. Ich weiß nicht, weshalb ich hier bin. Ich will nur, dass die Schmerzen aufhören. Ihr habt Phoebe Walcotts Flaschen mit Alkohol zerbrochen. Wieso? Das war nicht ich. Es war Ismael. Er war sturzbetrunken und hat die Flaschen hier zerbrochen. Nicht hier im Lagerhaus, sondern in Phoebe Walcotts Laden. Ihr habt eine ganze Reihe ihrer Flaschen kaputt gemacht. Ismael und ich mussten einem versoffenen Herrn dienen. Er war gewalttätig. Er schlug mich, brachte mich um und hat Ismael ein Auge gekostet. Und jetzt ist mein Mann zu einem Säufer geworden. Er suhlt sich hier in Selbstmitleid. Er tränkt seine Sorgen, zerrt mich gegen meinen Willen her. Habt ihr deswegen den Schlüssel versteckt? Ich glaube schon. Ich war so wütend. So leer. Ich habe ihn ausspioniert. Sie auch. Ich tat, was ich konnte, um dem Abgrund fernzubleiben. Ihr fühlt euch leer, weil ihr schon zu lange hier verweilt. Ich weiß nur, dass ich den Schmerz nicht mehr ertrage. Weder den ihren, noch den meinen. Wie seid ihr hier gelandet? Wir kamen aus Marrakesch. Wir suchten ein besseres Leben und unterschrieben einen Vertrag. 7 Jahre im Dienste eines bösen Mannes. Der Säufer Bennett Law. Ein grausamer Mann, wenn er getrunken hatte. Alkohol macht Männer und Frauen zu schlechten Menschen. Ich weiß es. Ich sah es. Und jetzt ist mein Mann auf demselben Weg. Schuld daran ist der Einfluss einer schlechten Frau. Seine Trauer hat mich zurückgebracht. Ich kann mich an den Schmerz erinnern. Ihn fühlen. Es tut so weh. Es soll aufhören. Ich werde es beenden. Ihr seid schon lange tot, Bess. Was hat euch gerade jetzt zurückgebracht? Mein Mann. Seine Trunkenheit hat mein Leiden verschlimmert und mich zu ihm zurückgebracht. Ich war im Nirgendwo und plötzlich sah ich die Welt wieder vor mir. Und ich war ein Teil von ihr. Und Ismael lag verzweifelt auf dem Boden. Wollt ihr damit sagen, dass ihr hier verweilt, weil er betrunken war? Ich bin hier, weil ich nicht weg kann. Die Erinnerungen an meine Schmerzen werden immer schlimmer. Es ist unerträglich. Sie haben mich zurückgeholt. Ismael und sein Schmerz. Diese Frau und ihr Gift. Es muss aufhören. Sie leiden beide. Sie hatten nicht die Absicht, euch zurückzuholen. Ihre Absichten sind bedeutungslos. Sie zieht ihn mit in die Tiefe. Und ich bin gefangen in ihrem Schmerz. Ich bin gefangen in ihrem Schmerz, weil sie meinen Mann in ihren Bann zog. Ich will nur, dass es aufhört. Ihr seid schon lange tot. Wo wart ihr in der Zeit, in der ihr nicht hier wart? Ich weiß es nicht. Ich trieb dahin. Weg vom Schmerz. Weg von der Grausamkeit meines Todes. Ich musste zwar weiter an den Schmerz denken, aber ich konnte ihn nicht mehr spüren. Und das war gut so. Jetzt ist der Schmerz zurück. Ich bin zurück. Und ich spüre, wie Ismael ebenso leidet. Es muss aufhören. All das muss aufhören. Und ich werde dafür sorgen. Wir müssen gehen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass wir nochmal mit euch sprechen möchten. Wehrt euch bitte nicht. Ismael und Phoebe werden auch da sein. Wer? Euer Mann und die Frau. Dann werden wir dem ein Ende bereiten. Ein für alle Mal. Beeilt euch. Ich kann meinen Ismael kaum noch hören. Der Schmerz wird immer stärker.
Gut, dann zurück. Ich finde das so interessant. Manche Spukermittlungen dauern nicht lange. Da ist man schnell durch. Und dann gibt es wieder solche wie diese hier. Gut, ich wurde aufgehalten durch die Wurzel. Diesen Fall also endlich gelöst. Aber trotzdem hat man halt viel zu tun. Trauer, gefolgt von Schmerz, gefolgt von Wut, gefolgt von Schuldgefühlen. Toll. Die beiden erinnern mich an eine Zeit in meinem eigenen Leben. Ich weiß. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Ja, das ist, glaube ich, das Ding da oben gewesen. Da waren wir schon. Und da sind auch schon wieder Freunde, die auf uns warten. Ich bin begeistert. Komm her, mein Geist. Geh mir nicht auf den Geist. Lass dich treffen. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Mit gleich zwei Truhen. Ist hier Dill drin? Ich glaube, den Dill müssen wir tatsächlich direkt suchen und nicht anders. Ich war am Ende. Was ich im Krieg getan hatte, die Geister der dort Gestorbenen verfolgten mich. Ich hatte die Wahl, mich zu Tode saufen oder die Geister loswerden. Du hast dich richtig entschieden. Ich hatte Glück. Ich bin dir über den Weg gelaufen. Du hast mich gerettet, Antea. Vor meinen Geistern. Und vor mir selbst. Und das Tolle ist, wenn wir hier sowas machen, dann erfahren wir auch einfach mehr aus der Vergangenheit von den beiden. Achtung! Ein Fremener greift Besitz. Ich stehe bereit. Nein, es ist zu spät. Das einfach nicht, oder? Noch mehr. Mein den da hatte ich ja schon gesehen, aber kommt da noch einer auf meiner Seite raus. Ich kann dir helfen. Und vor allem haben wir jetzt auch durch diese Nebenquest die Story erfahren, was aus den Geistervorrichtungen hier in dem Ort geworden ist. Nämlich, dass die alle abgebrannt wurden von den Einwohnern. Das war mir beim Reinlaufen gar nicht so bewusst, dass die weg waren. So, meine Lieben. Schank, Gürtel, Gasthaus, was auch immer. Ich stehe schon vor der Tür. Schäme mich so. Ach, das ist da oben? Oder soll ich sie belauschen? Mr. McGraw, willkommen zurück. Ismail fühlt sich nicht gut. Lasst ihn am besten in Ruhe. Nee. Machen wir nicht. Mehr Ärger? Er hatte wieder einen Anfall. Wie zuvor. Es geht ihm aber wieder gut. Ich gab ihm zu trinken. Und dieses Mal hat er nicht abgelehnt. Ismail liebte Alkohol etwas zu sehr. Wollt ihr ihn da wirklich zum Trinken verleiten? Ich bin die Dorfsäuferin. Was soll ich denn sonst tun?
Jedenfalls hat er einen trockenen Stock im Arsch. Würde ihm nicht schaden, den mal zu befeuchten. Es ist Alkohol. Ich denke, ihr überschätzt seine medizinischen Eigenschaften. Kraft meiner fundierten Trinkfestigkeit bin ich wohl besser dazu geeignet, die einzuschätzen als jeder andere. Außerdem lehnt er sowieso immer ab. Wirklich schade. Es geht doch nichts über einen Schluck oder zwei, um die Sorgen zu verdrängen. Ismael Lor wird vom Geist seiner Frau heimgesucht. Aber selbst ohne sie ist die ganze Situation das reinste Chaos. Zeit, dass wir uns alle mal unterhalten. Ihr auch, Bess. Na los, Zeit euch zu zeigen. Phoebe Walcott, das ist Bess Law. Bess, ihr kennt Phoebe ja bereits. Bess? Meine Liebste. Wie... Ich dachte, ich würde träumen. Du warst wirklich hier? Ich war... bin jetzt hier. Aber nicht für lange. Bitte. Oh, du bist also Bess. Die Bess. Seine Bess. Ismael geht es gut, keine Sorge. Oder zumindest geht's ihm bald gut. Ismael trinkt so viel wie ihr. Alkohol ist hier aber nicht die Lösung des Problems. Natürlich ist er das nicht, aber zumindest können wir uns etwas amüsieren, während wir auf die Nichtlösung warten. Du fügst dem Leid zu, elendes Weib. Und ich ertrage den Schmerz nicht. Erzähl du mir nichts von Schmerzen, Fräulein. Du hast keine Ahnung davon, was ich erdulde. Halt den Mund, Phoebe. Halt du doch den Mund, wenn du ihn je von der Flasche loskriegst. Hört auf zu stänkern, ihr beiden. Es wird Zeit, die Sache zu beenden. Warum sollte ich den beiden Schuld zuweisen? Ich lasse Bess jetzt aufsteigen. Bess Law, ihr verweilt schon seit Jahren zwischen den Welten. Nicht in der Lage, den Frieden zu finden, der euch durch eure Ermordung verwehrt wurde. Alkohol und Ismaels Schuldgefühle haben den Schmerz in euch neu entflammt und euch zurückgebracht. Dann macht, dass es aufhört. Ihr alle. Ich flehe euch an. Denn wenn ihr es nicht tut... Ich erlöse dich, Bess. Du kannst weiterziehen. Ich werde mich ändern. Ich werde Phoebe verlassen, wenn es sein muss. Du warst einmal ein wunderbarer Mann, mein liebster Ismael. Finde Frieden und schenk mir meinen. Ihr habt lange genug gelitten. Geht nun und lasst es für immer sein. Steigt auf. Es gibt hier nichts mehr für euch. Du willst mich wirklich hier zurücklassen? Ja, ich werde gehen. Bess hatte recht. Wir tun einander nicht gut. Komm, wir sollten auch gehen. Was wir aber immer noch nicht haben, ist der... Es tut mir leid. Ach, schon in Ordnung. Ich komme auch alleine zurück. Wem ich aber hier noch einen kleinen Besuch abstatte... Jetzt überlege ich gerade, wo das war. War das hier? Das ist der gute Lemmy. Kommen wir da nicht in die Tür rein. Hier ist aber nicht Lemmy. Hier ist irgendwer anders. Hier ist, ach so, das ich weiß wieder, wer hier war. Hier, der ist ja weg. Das wissen wir ja.
oben noch irgendwer, mit dem man sprechen könnte? Um die Tür zu ist. Ein Dach haben wir hier ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man nicht einfach von hier aus reinspazieren könnte. Gut, wir haben ja immer noch die Sache mit dem Dill. Können wir es upgraden? Unsere Ausrüstung. Das ist auch so ein Grund, warum ich gerne weiterhin machen möchte. Weil wir eben das hier machen können. Halt. So, das musste jetzt einfach sein. Moment. Ich werde das nochmal vorher mit dem Dill aktivieren, damit es uns angezeigt wird. Jetzt werden mir gerade zu viele Punkte angezeigt auf der Karte. Nicht, dass es nicht möglich wäre, das zu finden, aber... Hier hatten wir halt noch was, ne? Das... Aber noch keine Haken dran. Da haben wir Haken dran. Aber alles nur nicht ganz abgeschlossen. Halt auch noch nicht alles. So, wo waren jetzt die Sachen mit dem blöden Dill, die Köchin? So wird es also nichts. Okay, dann wieder zur Karte einfach. Können ja auch mal. So, jetzt haben wir das mit dem Dill. Wir reisen da jetzt hin. Da hätten wir jetzt halt auch wieder Spukermittlungen. Ein paar haben wir noch. Wer hat denn diesen blöden Dill finden? Ich hatte jetzt die Hoffnung, weil sie gesagt hat, die kannst du auch kaufen. Dass wir das ein bisschen abkürzen können. Was lauert auf uns? An die Arbeit verbannen. Ja, den sieht man ja gar nicht. Gurkenkraut. Na gut, da kann man so nicht runter. Aber einmal haben wir jetzt schon.
Es ist also nicht einfach so eine hohe Pflanze, die jetzt hier irgendwo hochsteht. Ja, ist ja Dill auch nicht, ich weiß. Es ist ziemlich versteckt. Und dann muss man schon tatsächlich... Man wird mit der Nase drauf gestoßen, aber... Ich kann auf die infizierten Wurzeln schießen, wenn du das Herz angreifst. Ach, ja. Das ist schon wieder... Da ist eins. Und wo ist das andere? Da. Es sind mal wieder drei. Eins. Und da hätten wir so. Zwei. Ja, aber wo sollten jetzt schon wieder Nummer drei sein? Oder sind es nur zwei und ich habe... mich sieht es halt so aus wie nur zwei. Geht eine lang. Wo soll denn die dritte lang gehen? Man sieht sie halt nicht. Das übliche Problem. Entweder sieht man es nicht. Oder es ist dermaßen versteckt. Besser als mal kämpfen. Ich stehe bereit. Hier sieht man diese Wurzel. Und dort das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Habe ich mich jetzt hier in Irre führen lassen? Wahrscheinlich. Aber wo soll die sein? Wo führt die Nummer 3 hin? Hier ist der. Habe ich zufällig noch mal was gefunden. Yay! Der mag das nicht, dass ich den Dill pflücke. Der wollte ihn selber haben. Der wollte ein paar Gurken machen.
Aber war ich nicht genau schon an dieser Stelle gewesen? Da ist die zweite. Och, kann man das auch von woanders sehen? Dass man nicht hier erst hineiern muss? Das ist ein bisschen weit. Da ist er. Doch, kann man sehen, okay. Na, zum Glück. Aber ich muss hier gar nicht rüber, oder doch? Ich hab doch jetzt schon zweimal Dill gefunden. Zeigt aber noch, es sind wahrscheinlich nur mögliche Stellen und wir hätten vielleicht noch einen dritten dort finden können. Sind das Kühe? Das sind Kühe. Oder sind, nee, sind Wölfe. Du kannst mich auch aus wie Kühe. Dann sind groß. Sie sehen echt aufgeregt aus. Was haben wir denn hier für ein Örtchen gefunden? Der Auftrag ist in Arbeit und die Bestellung kommt an, wenn sie eben ankommt. Das bringt nichts, mir deswegen ständig auf die Nerven zu gehen. Ich werde diesen Dill noch finden. Ach, das schon wieder. Ren, schau dir das an. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Ja, aber eigentlich will ich erstmal nur den Dill. Na toll, hätten wir drei nebeneinander gehabt. So, das sollte Evelyn erfreuen. Da bin ich mir sicher, vor allem wenn du der Überbringer bist. Was? Ja, genau. Auch nichts. Hä? Wir hätten also drei nebeneinander haben können? Oder sollte das die Schenke sein? Etwas ist hier. Im Verborgenen. Ich werde mal kurz auf die Karte schauen, wegen... Ich laufe in die falsche Richtung, seht ihr? Wegen einem Feuerchen. Das ist ja hier nicht so einfach, wenn er schon so ein Tempo drauf hat, einfach mal so schwupps. Wäre hier der andere Dill gewesen? Vielleicht.
Liefern wir mal schnell den Dill noch ab. Hier drin? Nö. Dann ist sie hinterm Haus. Meint es der Tag heute gut mit euch, Frau Doktor? So gut wie es geht, Mr. McGrath. Und dafür muss ich einem Verbanner danken. Gern geschehen. Lassen wir es nicht zur Gewohnheit werden. Versprochen. Gott sei mein Zeuge. Lucy Barrow hat Dill im Garten. Ich hab was davon dabei. Ach, und ich hielt euch einst für nutzlos. Ihr schmeichelt mir, Frau Doktor. Moment, ihr habt mich für nutzlos gehalten? Ja. Und jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Und ihr auch. Wie nett. Ich sollte los. Ich wünsche euch Glück, wenn ihr an so etwas glaubt. So, hätten wir abgeschlossen. Und die nächsten Aufgaben schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.